Reporters, der Hollywood Reporter. Das magische Wort ist Box-Office-Hit, zu Deutsch etwa Kinokassenschlager. Und da denken wir natürlich an die Actionfilme und glauben, Rambo und der Terminator regieren die Leinwand. Doch Arnold und Genossen können noch so hart zuschlagen, gegen die romantische Welle ist kein Kraut gewachsen. Vor nur 2 Jahren hatte es fast so ausgesehen, als ob mit Hilfe von Special Effects in Hollywood nur noch geschlagen und geschossen wird. Doch dann kam ein Film, der alles abräumte. Und das ohne Gewalt. Julia Roberts wurde an der Seite von Richard Gere über Nacht zum Weltstar. Pretty Woman hatte es allen angetan. Und plötzlich war die heile Welt von Hollywood wieder in Ordnung. Pretty Woman sollte kein Einzelfall bleiben. Romantische Beziehungen waren wieder angesagt. Und das gilt sogar für Zeichentrickfilme. Der ungeteilte Applaus von Kritikern wie Publikum für Walt Disneys Die Schöne und das Biest überrascht selbst die Fachleute von Hollywood, die den sogenannten Animation-Filmen immer eine Nebenrolle zugeordnet hatten. In den USA ist der Film seit Erscheinen ein Dauerhit, der sich von der großen Leinwand auf die Videokassetten fortgesetzt hat. Und wenn sich dann Kritiker und Publikum streiten, behält das Publikum recht. Und Kevin Costner. Diesmal tanzte er nicht mit dem Wolf, sondern mit Whitney Houston. Bodyguard, von vielen Kritikern als Schmalz verrissen, kletterte in Amerika rasch auf Platz 1 und nun auch in Deutschland. Das große Geheimnis des Erfolges ist für Kevin ganz einfach zu erklären. Bodyguard ist ein Film, wo du mit deinem Schatz reingehst. Bodyguard wird sicher nicht das Schlusslicht der romantischen Welle bilden. Als nächster plant niemand geringerer als Robert De Niro einen romantischen Film zu drehen. Cupid soll er heißen. Ein Film, in dem der römische Liebesbote in New York seine Pfeile abschießt. Und Fans von Pretty Woman Julia Roberts können sich freuen, Die Schöne wird nämlich wieder einen Film drehen. Und zwar wieder eine romantische Komödie, diesmal an der Seite von Nick Nolte. Und damit wäre auch die Zukunft von Hollywood gesichert, nach dem Motto, Liebe statt Hiebe.